einen wunderschönen guten Abend, in meinem Fall zumindest. Der Klaus meldet sich schon mal zurück aus Trier und wir sind hier am Waldlehrpfad. In Trier am Haus des Waldes und mein Fräukchen, der Hund und ich gehen jetzt mal ein bisschen spazieren. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier, auch der Sohn ist auch scheiße. Was ist es? Man kann durchlaufen. Wir laufen jetzt mal durch. Ach, da ist ein Türchen. Türchen. Wir laufen erstmal hier durchs Türchen. Das ist auf jeden Fall nicht für Leute gemacht, die größer als 1,44 sind. Aber man kann hier durchlaufen. Was für ein Spektakel. Hier ist die Sonnenterrasse. Wunderschön. Haben wir denn in Erfahrung bringen können, was das für ein Gehölz ist hier? Wir wissen nicht, was es für ein Gehölz ist. Es ist Baum. So. Schön. So sah das aus hier. Da bin ich rausgekommen. Ne? Vor 38 Jahren bin ich da rausgekommen. So. Es ist leider, also was heißt leider? Es ist ein bisschen diesig regnerisch in diesen Tagen in der Trierer Umgebung. Es gibt Wollschweine. Es gibt Wollschweine. Ich hätte lieber eine Wollmilchsau, eine eierlegende. Ja, von daher sind wir ein bisschen outdoor-technisch gekleidet. Hat man jetzt nicht wirklich gesehen, ne? Also unten, ja, schon. So. Und ja. Und jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, ich melde mich später nochmal wieder, wenn es etwas Herausragendes zu berichten gibt. Bis später. Tschüss. Waldlehrpfad, mittlerweile aber am Wildtiergehege angekommen. Und wie das immer so ist, die Welt wird erobert. Und zwar von Mufflons. Moment, ich zoome mal rein. So sieht's aus. Ich guck mal, ob ich eins vor die Linse kriege. Die sind nämlich waren ganz weit unten. Ah, da ganz unten sind sie. Ich versuche sie mal ranzuzoomen. Eine Sekunde bitte. Ich muss die Kamera mal drehen. Man kann sie sehen zwischen den Bäumen da unten. Moment, ich suche mir eine super Position. Da sind sie. Die Mufflons. Also. Prinzipiell, wenn ihr hier in der Nähe seid, ist dieses Wildtiergehege bzw. der Waldlehrpfad durchaus mal einen Besuch wert.
Allerdings muss ich sagen, habe ich eben schon zu meiner Frau gesagt, es ist ein bisschen lieblos gemacht, finde ich. Zum Teil, also ich erwarte einfach von einem Waldlehrpfad, dass man halt auch was lernen kann. Das kann man hier grundsätzlich auch. Aber viele der Schilder sind halt echt schon witterungsbedürftig ausgeblichen. Man kann sich schwer lesen. Zum Teil sind die Schilder relativ weit im Gelände drin. Und da wir jetzt in den Abendstunden hier sind, sind die Lichtverhältnisse halt auch nicht mehr so die besten. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert hier. Es ist echt schön gelegen. Man sollte sich allerdings ein paar gute Schuhe anziehen. Denn zum Teil hat man hier auch mitten durch den Wald, halt so mit Wurzeln und sowas und ganz schön Steigung und Neigung. Wege. Deshalb ist gutes Schuhwerk auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, aber so landschaftlich auf jeden Fall echt ganz nett hier, muss man sagen. Ne? In diesem Sinne werde ich mich vermutlich später nochmal melden. Tschüss! Hinter mir sehen wir den berühmten Vierfingerbaum.
Und da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Und wir haben die Wollschweine entdeckt. Die sind niedlich. Oh Gott, ja, beschwer dich schon. So, man kann sich da so. Dann kann man da so. Voll gut. Jetzt kommt meine Frau mit ein bisschen was zu essen für die Schweinis. Wow. Die sind voll niedlich.